So. Ah, da sind die Geister, die ich brauche. Die, die dafür notwendig sind. Um das Amulett eingefangen zu werden. Hier ist wieder so eine kaputte Ecke ist diesmal. Ah, da kann man irgendwie rein. Rüstung ist tatsächlich interessant. Ich bin gerade so leicht orientierungslos, ich weiß nicht, wie ich zur Himmelsscheibe komme. Boah, ist so dunkel hier, ich sehe nichts. Rotische Zecken haben wir auch noch nicht. So, und nicht alle platzen. Ist ja auch interessant. Gibt ein bisschen Gefahr bei der Kriegergilde. Mit der Ärger will ich mich nicht verscherzen. Ah, zum selben Raum. Zombies. Ihr bringt ja nix. Da wir sowieso nicht weitergekommen, kann eigentlich nur da lang. Was für ein verwirrendes Verlies, ey. So, schnell bevor die Aegis wiederkommt. Krass, wie sieht's aus hier? Hier kommt nichts lebend raus. Boah. Meine Ereignisstände sind voll, deswegen brauche ich die eigentlich gar nicht. Gut.
Frage ist aber trotzdem noch, wie komme ich zur Himmelsscherbe? Wie komme ich da hin? Das Verlies ist ein bisschen anders, als ich die in Erinnerung hatte. Okay, ich glaube, ich muss hier außen rum. Aber trotzdem, da muss irgendwie ein Trick bei der Himmelsscherbe sein. Kann man nicht vorstellen, dass da... überhaupt nichts. Da können wir überhaupt nichts holen. Ich bin verwirrt. Viel Spaß, Geist. Muss wieder zum Anfang. Irgendwo ist bestimmt ein Weg. Die Fähigkeit ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, die gerade da verwendet wurde. Wie am Anfang sein. Und das kann ich mir nicht vorstellen, wie man da hinkommt. Geheimgang oder sowas. Vielleicht muss ich auch die Aegis zerstören. Probieren wir es mal. Cooler Sound. Wirklich cool. Schön bedrohlich. Kann ich doch nicht da durchgreifen, ne? Nee. Das ist ein Hebel. Man kommt da von hinten irgendwie rein. Ist ein bisschen schwieriger. Was kommt da hinten irgendwie rein? Klingt ja fast so wie hier vielleicht. Dass man da eine Tür hat und dann kommt man hier auf die andere Seite. Könnte das das sein? Das ist von oben. Da war ich auch noch nicht. Probieren wir.
Hey, lauf. Bleib dir einfach stehen. Na toll. Geister, die einfach stehen bleiben, ist ja super. Unsichtbar. Zwei Fähigkeiten hintereinander, das sind. Achso, die gehen in diese Dinger rein. Achso, die beleben einfach mal alle wieder. Geistern abzugeben. So, oben rechts ist eine Tür, die ich nicht gesehen habe. Schön leveln beim Bogen. Ich brauchte auch Level. Ja, soweit so gut. Toll. Trotz eigentlich nicht das, was ich wollte. Ist zwar auch schön, aber ist halt nicht der Himmelsscheibe, ne? Hier könnte man fast darüber. Da brauchen nur fast und keinen Weg. Es existiert kein Weg da auf die andere Seite. Krass. Ich bin nicht in der Lage, die Himmelsscherbe zu bekommen. Das könnte ich da unten noch mal gucken. Nicht gegen Geister kämpfen. Dann meiner Meinung nach zu viel aus. Tja. Egal. Mann. Ja, mach du auch nochmal deinen Effekt. Gegner sind einfach scheiße. Gegner sind scheiße, nichts anderes. Soll ich hier weiter hoch? Nee. Ekelhafte Viecher, echt. Kann man auch nicht durch.
Verlies ist scheiße, echt. Ich würde sogar sagen, das ist das schlimmste Verlies, was ich jemals gesehen habe in Elder Scrolls. Das ist total verwirrend. Es ist dunkel wie Sau. Ich sehe kein Stück. Und man findet sich überhaupt nicht zurecht. Die Himmelsscheibe ist gar nicht zu gebrauchen. Die kannst du nicht finden. Ein bisschen mehr vorausfahren ist zwar okay, und ein bisschen Spielerei, vielleicht ein Rätsel oder so, aber man kann es ruhig offensichtlicher packen. Das ist jetzt schon zu schwer. Hier kann ich auch nicht lang. Ich weiß auch noch nicht mal mehr, wie ich zu dem Ziel komme. Das ist genauso. Ey, ohne Scheiß. Ich habe selten drei Folgen in ein Verlies gebracht.